Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Minecraft. So, wie gesagt, alle drei Tage heute dürfte dann laut Adam Riese Montag sein. Also es kommt Montag, Mittwoch, Moment, alle vier Tage, ne? Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Haha, ne, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. So, jetzt haben wir es aber. Immer wieder um 16 Uhr, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich glaube, letzte Woche kamen nur zwei Folgen, wenn ich mich nicht irre. Oder ist heute die Sonntag? Heute ist die Sonntagfolge. Hey, schönen Sonntag wünsche ich euch allen. Oh, boah, ihr müsst doch sagen, die Aussicht ist ja wohl bombastisch, oder? Guckt euch das mal an. Unfassbar schön. So, aber nicht lang schnacken. Wir haben genug Arbeit vor uns. Und das meine ich wirklich, ne? Also... wir haben so viel Arbeit, dass ich schon fast gar nicht daran gedacht habe, dass wir so viel Arbeit besitzen. Und zwar brauchen wir eine schöne Terrasse. Die möchte ich relativ breit machen. Was heißt relativ breit? Ach scheiße, ich trottel, ich habe Sticks gemacht. Ah, doch, die Sticks brauche ich auch für den Zaun, hat sich erledigt. Ach ja, der Herbert wieder mal. Sehr gut. Ich glaube, ein Zaun ging so, ne? Nicht? Ich glaube, die Stöcke brauchte ich gar nicht für einen Zaun, oder? War das nicht so? Das ist eine Falltür. Workbench. Ein Gatter. Okay, wir öffnen das Heilige Buch. Das Heilige Buch weiß wie immer alles. Ah, okay. Gut. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich es so gemacht, ne? Mann, Mann, Mann. Gut. So. Ich glaube, das ist schon die richtige Höhe. Wunderbar. Wir sind jetzt eins neben dem Tor, das heißt, hier diese Reihe müssen wir verfolgen. Aber das dürfte schon die richtige... Nein, lass das. Das müsste schon die richtige Höhe sein. Jetzt brauchen wir noch ein paar Stufen. Na komm, machen wir ein paar mehr Stufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen. 42 sind natürlich übertrieben. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt lieber ein paar Stufen mehr, als gleich da zu stehen und festzustellen, so, oh, ja, doof gelaufen. Keine Stufen mehr, ne? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Okay. Anders geplant als gedacht. Nee. Was wird das denn hier? Das ist ja hier jetzt nun mal das definitiv kleinste Problem, was ich habe. So. Muss ich gucken, wie ich das gestalte? Bin ich mir noch nicht sicher. Ja, aber hey, die Terrasse sieht doch schon mal schick aus, oder? Habe ich den anderen Stein? Nein. Ich muss einen Stein produzieren, bitte. Einen einzigen. Ich mache mal ein paar mehr rein. Nicht, dass ich umsonst die Kohle verballer, wisst ihr? Ich glaube, es waren 8 Steine insgesamt, die man zur Verfügung hat, so gesehen, bevor einem die Kohle verglüht, so gesehen. Schön.
Jetzt stellt euch mal vor, ihr steht morgens auf und geht auf diese Terrasse und habt diesen genialen Ausblick. What the fuck ist das bitte? Wir hatten noch nie so einen schönen Ausblick. Wirklich nicht. Aber so gar nicht. Das gefällt mir nicht mit dem Holz. Das wird noch geändert. Erstmal müssen wir darüber hinweg gucken und sagen, ja, es muss uns jetzt gerade mal gefallen. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt gerade so gesehen nicht. Aber es ist nicht schlimm, alles in Ordnung, alles nicht so tragisch. Hier oben kommt ja unser Schlafzimmer hin. Für die Leute, die die Sendung, wollte ich gerade sagen, die Show so gesehen jetzt gerade erst verfolgen. Hier kommt unser Schlafbereich hin. Dann können wir auch das normale Holz benutzen. So. Natürlich muss alles angepasst werden. Ich bin ja einer, der nicht eben mal einfach so ein Haus dahin zimmert und sagt, so, hier wohne ich jetzt drin. Nein, die Leute, die diesen Kanal wirklich schon lange verfolgen, wissen Bescheid. Wenn ich hier die Pickaxe raushole, dann könnte es passieren, dass es ein etwas längerer Umbau wird. Und meistens ist dieser Umbau anders geplant gewesen, als es dann letztendlich rauskommt. Aber ich denke, gemeinsam kriegen wir hier wieder ein cooles Ding gerissen. Ist natürlich doof, im Schlafzimmer hört man die ganze Zeit den Wasserfall. Da habe ich echt Angst, dass ich irgendwann pissen muss. Ich hoffe nicht. So, das Schlafzimmer wird auch nicht groß, das wird hier eine Nische einnehmen. Also hier in dem Bereich wird das Schlafzimmer. Der ganze Rest hier unten wird zugeschüttet. Hier ist nichts Interessantes für uns. Oder war hier noch was? Ja doch, Kohle. Kohle ist interessant genug, dass ich das Schlafzimmer noch nicht zuschütte. Muss ich jetzt einmal kurz durch. So. Ich hoffe, dass die Pickaxe zumindest diesen Feldern nicht nachgibt. Ah doch, das sind einige. Ich glaube jetzt. 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 Irgendwann geht sie kaputt. So oder so habe ich gewonnen. Gut, hier ist noch einiges an Kohle, sehe ich gerade. Das heißt, wir werden uns eine neue Pickaxe holen und dann... Ach, hier ist auch noch Kohle. Also größer wird das Schlafzimmer nicht. Das kriegt hier diese Nische und gut ist, ne? Dann kommt hier ein Zäunchen hin, dass man hier nicht morgens früh sturzbesoffen runterfallen kann und gut ist. Ich muss diesen Balkon nochmal sehen. Das ist eine richtig geile Aussicht, Leute. Da haben wir was Feines. Da haben wir richtig was Feines hergestellt. So, ich habe ja jetzt zufälligerweise definitiv genug Material für, was war das? Egal. Wir ignorieren es einfach, dann kann es uns auch nicht verletzen. Wahnsinn. Wir hatten im Leben noch nie so viel Glück mit Kohle. Und wir sind eigentlich immer Höhlenmenschen. Wahnsinn. Was ist nur los hier? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, wie das Projekt bei euch ankommt, ne? Also demnächst gibt es natürlich ein duales Projekt mit Nini zusammen. Wenn Nini wieder fit ist, dann gibt es zweimal Minecraft. Aber dann halt nicht die ganze Woche durchgehend so gesehen, sondern habe ich mir überlegt, das an drei Tagen zu bringen, also dienstags, donnerstags und samstags, dass so gesehen eine ganze Woche lang Minecraft läuft, aber immer unterschiedlich. Das heißt nicht, dass ihr jetzt vor einmal nichts mehr seht, sondern wirklich im Wechsel ich, Nini, also zusammen mit Nini und so, weil Nini hat auch Bock auf Minecraft wieder. Und ich habe gesagt, ich habe auch Bock auf Minecraft, aber eben so auf Tunnelbau und Häuserbau und das wird halt super interessant und auch extrem lustig. Und ihr findet beide auf beiden Kanälen dann Videos, ne? Also habt ihr dreifache Minecraft-Power in einer Woche. Weil nicht alles das, was ich mache, macht Nini auch, ne? Nini kann ja frei entscheiden, wohin sie geht. Und das gerade wird das Interessante an diesem Let's Play dann. Together. Ich muss natürlich gucken, dass ich Playlisten erstelle dafür und. Also es ist
ein bisschen Arbeit, aber ich hoffe einfach, dass euer Dank da ist und ihr fleißig liked, die Videos teilt auf Facebook, Instagram, wo auch immer, verteilt sie, zeigt allen, dass ihr Bock habt auf diese Videos und dann denke ich, werden wir gemeinsam wieder diesen Kanal zum Blühen bringen. Ja. So. Super. Haben wir das geschafft? Zack, zack, zack. Ich werde jetzt hier gleich einfach zumachen, nur dass ihr auch Bescheid wisst. Nicht wundern oder so, dass vor einmal hier der ganze Bereich zu ist. Den brauchen wir einfach nicht. Der ist ein Überbleibsel der vergangenen Umbaumaßnahmen so gesehen. Und damit hat sich dieser Bereich für uns persönlich erstmal erledigt. Da müssen wir nicht mehr hin. Erledigt. So. Erledigt. Schön. Gefällt mir sehr gut. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob hier auch Holz hin soll, aber ich denke schon. Mein Gott. Hätten wir noch ein bisschen gnädiger sein können und uns diesen Bereich doch noch schenken können. Das sieht doch nett aus. Das hier machen wir weg. Das gefällt mir nicht so. Oder stufen es eine Etage tiefer. Oder hier kommt unsere Küche hin. Das könnten wir eigentlich auch so gestalten. Moment. Zack. Und zack. Dann machen wir da unsere Küchenzeile so gesehen hin. So und so. Jetzt aktuell mit Bruchstein, da kommt dann ein schicker Stein hin. Oder wenn wir irgendwas Besonderes finden, dann ein besonderer Stein oder so. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das genau machen. Aber wir haben erstmal genug Kohle, um uns auch 64 schöne Steine herzustellen. Puh, ganz viel Geräte, oder? Unfassbar. So, wir haben aber immer noch nicht das Problem gelöst, dass wir hier nicht wegkommen, ne? So, Adams Apfel. Zack. Bringt nur zwei. Oha, ich habe gedacht, ich wäre jetzt voll. Ja, egal. Ist nicht so schlimm. Habe ich halt Hunger. So. Thema Umbaumaßnahmen. Ich habe noch sieben. Jo. Aha. Sehr gut. Dann ist der Bereich schon fertig. Schlafzimmer ist complete. Jetzt mache ich hier kurz. Damit das Schlafzimmer wirklich complete ist, machen wir hier schon mal die schicken Steine hin. So. Und so. Damit der Bereich hier oben wirklich nur noch einrichtungspflichtig ist, beziehungsweise einrichtungsbedürftig ist. Die Decke ist auch etwas hoch, oder meint ihr nicht? Wenn ich die so hoch lasse? Gefällt euch das? Schreibt es in die Comments. Decke hoch oder Decke niedriger? Also niedriger würde bedeuten für mich auf diese Höhe. Das heißt, wir würden die Treppen versetzen. Oder hoch heißt halt auf die Höhe wie hier eigentlich. Dass es durchgehend dieselbe Höhe ist. Dann haben wir halt einen riesen Raum nach oben. Auch schön. Gefällt nicht jedem, aber ist okay. Ich würde mich damit abfinden. Wirklich. Normalerweise haben wir ja irgendwelche Viecher hier, aber aktuell ist ruhig. Schön. Haben wir denn Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auf unserer Seite? Wir haben auf jeden Fall sehr, 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 sehr helle Lava auf der anderen Seite. Hier ist auch noch Kohle, also ich muss sagen, uns geht's gut. Ich bin auch super zufrieden mit dem Standort. Ich hätte keinen besseren finden können. Ich meine, ich habe ja noch keinen besseren gesucht. Es gibt keinen besseren, außer diesen hier. Das ist der optimale Standort. So. Haben wir das auch geklärt. Mein Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Ich denke immer, die Viecher stehen vor allem neben einem. Ja, die sind oben. Ist okay. Alles gut, Leute. Alles in bester Ordnung.
Das wird cool. Wir züchten uns einen eigenen Baum. Das wird episch. Der wird wahrscheinlich im Leben nicht wachsen, aber ist egal. Wir probieren es einfach. Ganz einfaches Prinzip, wir probieren es. So, was ich auch noch probieren möchte, ist Selbstversorger zu sein. Natürlich, warum auch nicht. Ist ja meiner Meinung nach eins der wichtigsten Dinge in Minecraft, Selbstversorger zu sein. Und deswegen schaue ich gerade mal nach. Machen wir daraus. Ja, machen wir. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. So. Bingo. Wunderbar. So, und aktuell haben wir noch keinen Platz für eine Farm oder was auch immer. Und deswegen. Buddeln wir uns mal ganz kurz hier rein. Und bauen uns hier eine kleine Farm rein, würde ich sagen. Ich habe natürlich beachtet, dass der Raum nicht passend ist, also von der Anzahl so gesehen. Ist es aber auch dunkel, ne? Man muss hier höllisch aufpassen. Sonst wäre das, ne? Sonst hat sich die Sache erledigt für einen. Das geht schneller, als du gucken kannst. Schon macht es neben dir und die Sache hat sich wieder erledigt, ne? Das Thema hatten wir ja oft genug mit unseren freundlichen Creepern. Die natürlich überhaupt gar nicht freundlich sind, aber naja, sagen wir mal, sie sind relativ freundlich. So, hier kommt eine Mini-Farm rein mit Weizen. Warum hier? Ganz einfach erklärt. Weil es mir gefällt. Nein, ich habe keine bessere Erklärung gerade gefunden, wirklich nicht. Ja. Haben wir noch Stufen? Bestimmt haben wir Stufen, oder? Stufen haben wir noch. Brauche ich aber jetzt gerade nur eine. So. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das funktioniert, ohne ohne das passende Material. Also ohne Wasser letztendlich. Weil Wasser besitzen wir nun mal nicht und deswegen bin ich noch am Zweifeln, ob das überhaupt funktioniert. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Deswegen warten wir einfach mal ab und genießen die Show, wenn es nicht funktioniert, ne? Das sind 5 noch, ne? Ja, genau. Nehmen wir mal alle hier raus. So. Ich gucke natürlich, dass wir platzoptimiert arbeiten. Also, dass wir schon genügend Platz haben, um Dinge vielleicht anzupflanzen, anzusetzen, was auch immer. Ja. Hobby-Fan hat den Fortschritt Hobby-Gärtner erreicht. Ja, Mann. Geil. Okay, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.